Nur gemeinsam kann man es schaffen. Das hat Halle am vergangenen Sonntag zum 9. Lichterfest einmal mehr bewiesen mit einem überdimensionalen Lichterherz. Ja, weder Wind noch Regen konnten die Hallenser von ihrem Vorhaben, einen neuen Weltrekord aufzustellen, abhalten. Das 9. Lichterfest zog hunderte Besucher in Halles Innenstadt. Auch am Sonntag ließ man sich die gute Laune trotz kühlem Wind nicht nehmen. Schließlich sollte doch am Abend noch ein Herz, geformt aus Teelichtern, für Wärme sorgen. Das größte Lichterherz der Welt. Um das nicht einfach nur so zu bauen, haben wir gedacht, dass wir für jeweils ein Licht 1 Euro als Spende oder Sponsoring einwerben und das dann wieder für sozialen Zweck oder Zwecke zu sammeln. 1 Euro pro Kerze. 12.000 Lichter war das eigentliche Ziel des Lions Club August Hermann Franke, während 12.000 Euro die Kindern zugute kämen. So was sollte man öfters machen und 1 Euro oder 2 Euro hat jeder über. Können Sie mir sagen, was Sie wollen. Doch das Lichterherz sollte auch das weltgrößte seiner Art werden. In Indien war wohl eines aus 12.135 Kerzen geformt worden. Also wurde kurzerhand umdisponiert und das Ziel fürs Halleherz nach oben geschraubt. Auf 12.500 brennenden Kerzen. Und so wurden die Teelichter palettenweise vom technischen Hilfswerk angekarrt. 60 freiwillige Helfer kümmerten sich ums Anzünden und Aufstellen. Die Feuerzeuge nicht so gut mitspielen. Und der Wind alles gleich wieder ausbläst, das ist natürlich auch nicht so toll. Oder einfach nur ein kleines Malheur passiert, das sicherlich auch der Aufregung geschuldet ist. Wie ist es passiert? Irgendeine Frau ist rangekommen, glaube ich. Die Frauen waren's? Ja, die Frauen wird er. Ja. Gegen 16 Uhr hatten die Helfer mit dem Aufstellen der Kerzen und dem Formen des Herzens begonnen. 300 Feuerzeuge waren im Dauereinsatz. Knapp 2 Stunden höchste Konzentration. Und zwischendurch schlug das Herz Flammen, die dort nichts zu suchen hatten. Retter in der Not, die Freiwillige Feuerwehr Ammendorf. Doch am Ende konnte Halles Lichterfee Franzessa die Erste auf ein gelungenes Lichterfest blicken. Das bleibt für mein ganzes Leben in meinen Erinnerungen. Das ist unbeschreibliche Gefühle. Was wünschst du denn Halle für das nächste Jahr, für das 10. Lichterfest? Dass die ihr Herz wieder vergrößern. Vergrößern. Dabei hat Halle doch nun erst einmal den Weltrekord geschafft. Am Ende leuchteten 12.405 Teelichter. Super, ich bin erstmal erleichtert, weil das war schon eine logistische Aufgabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir die ersten Becher mit den Kerzen hingestellt haben und die gleich wieder aus waren, dachte ich, oh Gott, was soll das werden? Aber die standen dann auch so beieinander und ich sag mal, durch die Wärme, die sich dann entwickelt hat, sind die zum Teil auch wieder angegangen, beziehungsweise waren dann bei den folgenden Bechern das auch einfacher. Aber am Anfang, das war schon, ja, schwierig. Und aber man muss ja immer Optimist bleiben und wenn man das im Leben ist, dann schafft man das auch. Auch ihm dürfte das Spektakel mehr als gefallen haben auf Halles Marktplatz, dem Georg Friedrich Händel. Von den 12.500 aufgestellten Kerzen brannten dann also am Ende 12.405 und ergaben dieses Riesenlichterherz. All jenen sei nochmal ein großes Dankeschön ausgesprochen, die an dieser Aktion teilgenommen haben und pro Licht 1 Euro gespendet haben. Also nochmal vielen herzlichen Dank.